Hallo zusammen. Oh, ich habe ganz, ganz schlechte Nachrichten. Ah, ganz, ganz schlechte Nachrichten. Für die politisch Korrekten unter uns in Deutschland, für die, die ganz, ganz viel, viel Angst, ganz viel Angst vor Rechtspopulisten haben. Böse Rechtspopulisten, die alle Migranten wie ich deportieren wollen, raus aus Deutschland und alle ausländerfeindlich sind und Neonazis und, die blaue Partei, die wir auch in Deutschland haben. Jetzt kommt was ganz, ganz Schlimmes. Ihr solltet am besten nicht mehr in die Niederlande einreisen. Ihr solltet am besten auch nicht mehr in Holland Urlaub machen. Nicht mehr nach Niederland fahren. Am besten auch nicht mehr nach Venlo einkaufen gehen. Am Wochenende und so. Ein wunderschönes Land. Ich liebe Holland. Ich spreche selbst Niederland. Ich bin teils in Holland aufgewachsen. Ja? Ich bin in Niederland abgegroeid. Und jetzt kommt's. Geert Wilders, ein absoluter Rechtspopulist, ausländerfeindlich genannt, sowieso gegen Migranten, möchte alle Migranten loswerden. Hat etwas geschafft in Holland. Er hat bei den letzten Wahlen eine beachtende Mehrheit in seiner Partei geholt. Und jetzt kommt noch was Besseres. Er hatte sogar geschafft, eine Regierung zu bilden. Ja. Ich dachte, Rechtspopulisten sind alle dumm und antidemokratisch. Was ist denn da los mit den niederländischen Freunden? Geert Wilders. Wo kann das noch eigentlich? Wie kann das denn sein? Das wird der EU aber nicht gefallen. Oh, habt ihr jetzt Angst, nach Holland einzureisen? Ich nicht. Wisst ihr warum? Eine andere Meinung zu haben als unsere etablierten Parteien bedeutet nicht gleich, dass man undemokratisch ist und das Zusammenleben mit so vielen Migranten, die es ja in Holland ja en masse gibt. Also ganz Holland ist eigentlich bunt. Ja, ganz Holland ist bunt und es funktioniert. Und Holland hat sogar Sachen, die Deutschland nicht umgesetzt bekommt, wie im Gesundheitssystem und in vielen Bereichen. Zum Beispiel ihre Straßen, ja, wo jeder Fahrradfahrer genug Platz hat, was Schland nicht hinbekommt. Das sind nur so ganz, ganz kleine Sachen. Holländer sind weltweit bekannt, auch für gute Qualität und Manpower und Technologie. Das wird jetzt alles mit Geert Wilders kaputt gehen? Wer glaubt denn den Scheiß? Die Welt ist im Wandel. Die Welt wird bunter als jemals zuvor. Es wird von einem erwartet, dass man sich anpasst. Und auch unsere Bundesregierung wird diese bittere Pille schlucken müssen. Weil Niederland ist eben nicht Deutschland. Nach Belgien, Polen, Italien kommt jetzt auch Niederland, unser direkter Nachbar, hinzu. Mit sogenannten rechtspopulistischen Parteien, die mitregieren. Ich rate der CDU, der SPD, Linken, Grüne, FDP und so weiter, rate ich wirklich, eure Politik für Deutschland zu überdenken. Wenn ich sehe, dass in meiner geliebten Stadt Essen, nur weil die AfD ihren Bundesparteitag in Essen in eine Gruger Messehalle abhalten möchte, da steht da geschrieben, eine Stadt im Ausnahmezustand. Zehntausende wollen gegen die Rechtspopulisten und Neonazis und ausländerfeindlichen Parteien und Mitglieder der AfD protestieren. Und dann sagt unser Oberbürgermeister, wir haben über 200.000 Migranten in unserer Stadt, das können wir nicht zulassen. Also ich habe noch nie Libanesen, Türken, Afrikaner, Afghaner, Syrer, Inder und all die in der Stadt Essen jemals auf die Straße gehen sehen, gegen rechts, habe ich noch nie gesehen. Wisst ihr warum nicht? Ich glaube, die haben Besseres zu tun. Die sind damit beschäftigt,
diese beschissenen Zeiten, die wir gerade durchmachen, mit erhöhten Preisen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in unseren Heimatländern, genau wie bei mir jetzt auch im Kongo, die Preise sind gestiegen enorm. Durch diese Russland-Ukraine-Krise, jetzt Gaza und Israel und Palästina, so viel Unruhe weltweit, die Menschen haben keine Zeit. Die sind damit beschäftigt zu gucken, wie kommen wir klar und wie können wir das, was politisch absolute Schieflage ist, irgendwie unter Familien, unter uns, irgendwie überleben und durchkriegen. Politikeinmischung ist wichtig. Aber komischerweise sind bestimmte Themen, die die AfD jahrelang geäußert hat, auf einmal Thema bei der CSU, bei der SPD, bei der CDU. Grenzen schützen, auf einmal ein Thema, Grenzen schützen, oh, wow. Späte Einsicht, aber ein bisschen gelernt. Die Migration ein bisschen mehr kontrollieren. Die Fluchtursachen, Flüchtlingsströme besser kontrollieren und schauen, wer zu uns passt und wer nicht und. Es kann ja nicht so weit gehen, weitergehen. Und dann werden auf einmal Kriminalstatistiken ganz deutlich, wie viel von den Migranten verursacht wird und was nicht. Damit ihr das richtig versteht, ein Zusammenleben funktioniert nur, wenn wir uns alle an Gesetze halten, wenn wir uns alle dafür einsetzen, dass das Zusammenleben funktionieren kann, egal welcher Kultur, Herkunft, Religion, Mentalität und so weiter. Und wir natürlich auch genau hinschauen müssen, wer zu uns kommt und zu uns passt und wer nicht. Diese bittere Pille wird die Bundesregierung schlucken müssen. Denn wisst ihr, was die Wahrheit ist? Diese so verhasste blaue Partei, mit der ich seit 10 Jahren schon zu tun habe, aber nicht Mitglied bin, wird kommen und ist schon dort. Und die werden, egal was ihr macht, ihr könnt die dämonisieren, wie ihr wollt, die werden ihren Anteil vom Kuchen bekommen. Und dann geht es darum, zu schauen, was für so eine Politik diese Partei für Deutschland führen möchte. Und ich rate der Alternativen für Deutschland, ja, die Alternative für Deutschland Partei, ist das richtig so? Boah, Deutsch ist schwere Sprache manchmal. Schmeißt doch die ganzen Banausen, die euren Idealismus oder eure Ziele kaputt machen, durch zu viel Aufruhr bei den Medien, zu viel Präsenz und im Negativ, schmeißt sie doch einfach alle raus. Deutschland braucht dringend eine Partei der Mitte. Und damit das glaubwürdig rüberkommt, müsst ihr euch fernhalten von all denen, die eventuell, ich nenne da keinen Namen, wirklich irgendein neonazistisches Denken oder ausländerfeindliche Gedankengut pflegen, die müsst ihr aus eurer Partei verbannen. Sonst werdet ihr es nicht schaffen. Und würdet damit Millionen von Wählern enttäuschen. Es gibt die Alternative für Deutschland seit 10 Jahren. Und ich denke, die Menschen folgen euch, weil sie euch glauben, dass eine andere Politik möglich ist. Und warum finde ich es gut? Ja, weil in der politischen Landschaft immer auch eine Konkurrenz da sein muss. Daher ist es ganz gut so. Aber bitte zum Vorteil aller. Euer Serge Menga. Ich wünsche dir noch einen prächtigen Abend, ein Haferder, leuk, ein lecker in Venlo, in Nederland, Botschaften tun. Weet je warum? Niemand in Nederland ist tegen Menschen aus Deutschland, die kommen auf Besuch, um ein Geld in Nederland zu lassen. Herzlichen Dank. Doei!